Heute haben wir ein hochwertiges Trailbike aus dem Hause Rotwild, nämlich haben wir hier das Rotwild RX 735 Pro. Das ganze Rad hier ist aus Carbon. Das heißt, wir haben Hauptrahmen und Schwinge, alles hinten auch aus Carbon. Ein sehr potentes Trailbike mit vorne 150 mm Federweg, hinten 144 mm. Zum Fahrwerk. Wir haben hier vorne die Fox Performance Line Gabel drin und hinten den Fox Float DPX. Ihr könnt beides blockieren. Das heißt, ich habe hier am Dämpfer einen Kippschalter, wo ich den Dämpfer hart stellen kann. Und das vorne habe ich auch hier an der Gabel. Das ganze Rad ist auf 29 Zoll. Also man kennt es ja immer mit diesen Mullets, die verbaut sind. Hinten 27,5, vorne 29 Zoll. Bei dem Bike haben wir vorne und hinten 29 Zoll. Gilt quasi bei Rotwild auch als Aggressive Line. Also das Rad ist quasi in dieser Aggressive Trail Bike Linie drin. Vorne Magic Mary, hinten Hans Dampf in der Soft Super Trail Version. Auch perfekte Auswahl am Reifen, habe ich selber gefahren. Absolut top, kann man nichts falsch mitmachen. Zur Schaltung kommt hier auch komplett aus dem Hause Shimano. Und das Schöne finde ich hier, ihr habt hier nicht so einen Mix aus Diore-Kassette, XT-Schaltwerk und Diore-Shifter, sondern ihr habt hier wirklich alles XT. Das heißt Käfig, Kassette und Schalthebel hier ist alles XT. Bremse haben wir hier auch eine Shimano XT dran, vier Kolben vorne hinten mit den XTR Bremsscheiben. Auch da habt ihr wirklich eine vernünftige Bremse, die wirklich ordentlich Power hat. Sattelstütze. Kennen vielleicht nicht einige von euch, das ist hier die A-Pins. Und wer sich jetzt fragt, wie verstelle ich hier die Sattelhöhe? Ihr habt hier so einen kleinen Hebel, da müsst ihr erstmal hier so ein Gummi rausmachen. Muss ich sagen, haben sie auch verbessert, war letztes Jahr nicht dabei. Da konnte der hier sich frei bewegen und dann hat man... Wie gesagt, konnte er sich manchmal verstellen bei vielem Geruckel. Das finde ich gut, dass sie das jetzt hier mit so einem Gummi blockiert haben. Das heißt, ihr macht hier einfach den Hebel auf und dann könnt ihr hier die Sattelhöhe, wie ihr mögt, verstellen. Dann einfach hier wieder zurück, den Stoppen rein und dann ist das quasi jetzt so eingestellt. Und dann könnt ihr sie komplett so wieder einfahren und dann ist sie auf euch abgestimmt. So, jetzt mache ich das wieder ein bisschen runter. So, einfach wieder ein bisschen absetzen, zack, bam. So, Kurbel haben wir hier, eine E13-Kurbel drin. Laufradsatz kommt hier aus dem Hause Crank Brothers. Ja, also wie gesagt, das ganze Rad lässt hier wirklich keine Wünsche offen. Carbonlenker habt ihr auch schon verbaut. Also man muss wirklich sagen, das Ding ist ein absoluter Hammer. Gewogen haben wir es jetzt auch schon. Wir haben hier ein Gewicht von sagenhafte 22,5 Kilo. Ich habe tatsächlich mehr geschätzt, als ich es in der Hand hatte. Ich habe etwas mit 23,2 geschätzt. Hier haben wir wirklich jetzt 22,5 Kilo. Absolut top für das Bike. Der Motor hier bei dem Bike kommt auch aus dem Hause Shimano. Wer hätte es gedacht? Wir haben hier den EP8 drin mit 720 Wattstunden. Also lasst euch nicht verirren. Hier steht zwar 735 drauf. Das bedeutet aber nicht, dass der Akku 735 Wattstunden hat, sondern der hat 720. Um den rauszubekommen, finde ich total geil, haben sie vom 375er übernommen. Also für die Leute, die auf Quick Release stehen, total cool. Ihr drückt hier auf den Knopf, zack, einmal kurz gedrückt halten. Und dann sind 720 Wattstunden, Entschuldigung, in diesem kleinen Akku hier verbaut. Total cool. Für diejenigen, die jetzt Angst haben, ah, der könnte mir aber schnell geklaut werden. Ihr habt eine Möglichkeit, den auch vor Diebstahl mit einer Schraube zu sichern. Das ist kein Problem. Ich finde es aber so total cool. Na, das heißt, wenn ich keine Möglichkeit habe, im Keller oder irgendwo zu laden, einfach reindrücken, zack, fertig. Funktioniert wunderbar. Lenkeinschlag habt ihr hier auch drin. Das heißt, ihr könnt den Lenker nicht überdrehen. Genau, also man muss wirklich sagen, durch und durch ist das ein absolutes Top-Bike, absolute Trailwaffe. Auch nicht ganz günstig. Wir sind hier jetzt in der Preisklasse von 9.500 Euro. Geht natürlich mit dem Core noch weiter nach oben. Also das Ganze gibt es natürlich auch nochmal in verschiedenen Ausstattungen. Und mit Kashima-Beschichtung alles. Dann seid ihr halt ein bisschen was über 10. Genau, wie gesagt, schaut gerne mal auf der Rotwild-Seite vorbei. Verlinken wir euch alles. Ja, ihr könnt ja gerne mal eure Meinung zu dem Bike schreiben oder generell zu Rotwild. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst und das Video liken würdet. Euer Tom vom Horst Bike Shop. Ciao, ciao.